Wie funktioniert die Finanzierung von Dreiseitenhöfen, Bauernhöfen, Resthöfen, landwirtschaftlichen Wohnimmobilien oder auch Immobilien, die eben nicht im Ortskern liegen, sondern so im Außenbereich, wo vielleicht so eine kleine Siedlung drumherum ist mit ein paar Gebäuden oder auch nicht? Nun, grundsätzlich ist es natürlich alles ein Ausschlusskriterium. Und jetzt muss man trotzdem schauen, es gibt natürlich wieder Banken, die bestimmte Sachen finanzieren und worauf achten die da speziell? Je nach Bank sind die Kriterien völlig unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es das Kriterium, dass wenn denn eine wohnwirtschaftliche Verwendung möglich ist, der Hof an die zusammenhängende Bebauung angrenzt und wenn mindestens 10 Objekte zusammenhängen, dass dann auch eine Finanzierung im Außenbereich möglich ist. Außenbereich und Innenbereich, das sind Definitionen aus dem Baugesetzbuch. BauGB. Und zwar gibt es dann den Paragraph 34, der regelt den Innenbereich, und Paragraph 35, der regelt den Außenbereich. Innenbereich kann man sagen, ist also alles innerhalb der Ortschaft, und Außenbereich eben alles draußen, so ganz verallgemeinert. Draußen im Außenbereich ist im Regelfall eine Bebauung nicht zulässig, nur privilegierte Bauvorhaben sind dort zulässig. Bauvorhaben, die man im Innenbereich nicht haben will, weil sie störend sind, zum Beispiel Landwirtschaftsbetriebe oder Energieversorgung etc. So, und jetzt gibt es eben aus ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen doch die Situation, dass da mal noch ein, zwei Wohnhäuser drumherum entstanden sind. Und hier ist eben so der Grund, dass man sagen kann, okay, wenn es wenigstens 10 sind, dann gibt es bei manchen Banken die Möglichkeit, dass man trotz Außenbereiche eine Finanzierung eben entsprechend ermöglicht, während eine komplette Alleinlage dann wiederum etwas schwierig ist. Wo kommt sowas häufig vor? Gerade in Norddeutschland, da ist offene, sehr breite Zersiedlung entsprechend da und da tritt dieses Problem immer wieder auf. Nun, dann gibt es zum Beispiel Banken, die sagen, ja, Einsiedlerhöfe sind per Voranfrage anfragbar. Trotz 400.000 Kleindarlehensbereich brauchst du dann trotzdem drunter schon eben eine Objekteinwertung und natürlich Voranfrage mit allen Objektunterlagen, Modernisierung bis 30% vom ermittelten Sachwert und dann eben ab 50.000 schon entsprechend hier so klassisch, wie man das immer hat, auch von Architekten dann unterschriebene Modernisierungsaufstellung dann entsprechend. Und hier sind durchaus Beleihungen auch bis 100% möglich, aber man sollte natürlich schauen, hier nicht Beleihung, je besser ist eben dann eben auch die Chance, es finanziert zu bekommen mit den entsprechenden Banken. Und gerne stehen wir hier zur Verfügung für die Abwicklung einer Finanzierung.